Newways.net. Yeah, Newways. Geilste Community. 18 plus. Geil. So stelle ich mir die vor. Erstmal die Internetseite auschecken. Hey Bro, geile Internetseite. Also folgendermaßen. Ja, Reload Page. Es ist immer noch irgendwo. Oder beste Community. Alle cool. Alle geil drauf. Alle wollen Spaß haben. Du musst mindestens 10 Minuten Mitglied sein, um auf dem Server Nachrichten. Willst du mich. Ey, sorry. Eine Frage. Willst du mich verarschen? Also, jetzt mal nicht böse gemeint, aber jetzt. CSGO. Oh mein Gott. Die müssen 100 Jahre alt sein. Es kann nicht sein. Die benutzen noch TeamSpeak? Guck mal. Gaming Zone. Valorant. Na, ich geh da mal gleich rein. Vielleicht zocke ich mir ein paar Arts in Valorant. Moinsen, Felix. Moin. Moin, moin. Was geht? Alles gut? Ja, und selbst, und selbst. Oh, Connect? Der funktioniert sofort, der Connect. Welchen Wagen hole ich mir? Ja, hole ich mir hier diese Knutschkarre in Pink? Ja, weil damit geht's. Wie geht's damit? Definitiv. Bevor es aber mit dem Video weitergeht, Shoutout an den Sponsor des heutigen Videos, Grand RP. Die Halloween-Zeit nähert sich, Jungs. Also macht euch bereit für die gruseligste Zeit im Jahr. Auf Grand RP. Denn das Halloween-Update kommt am 25. Oktober. Free Grand Coins, ein kostenloses Auto und das alles nur dafür, dass du spielst. Du musst keinen einzigen Cent ausgeben, einfach nur zocken und du kriegst kostenlose Grand Coins und Autos. Und wie bei jedem Halloween gibt es natürlich nice neue Quests, geile Events und eine schöne Halloween-Verzierung auf der Map. Wenn man möchte, aber auch ausstellen kann. Gruselige Kostüme und noch vieles mehr. Ich habe vieles noch nicht mal genannt. Deswegen, nicht verpassen, Jungs. Haben wir eine Kollegin anrufen und sagen, ey, auf Grand RP gibt es jetzt das Halloween-Event ab dem 25. Und dann wird gezockt und kostenlose Sachen werden sich mitgenommen. Hat ihr mich verstanden? Für die, die es gerne mal ausprobieren wollen und noch nicht auf dem Server sind, klickt einfach auf den obersten Link in der Beschreibung. Da ist ein ausführliches Tutorial, wie man sich registriert. Okay. Die Polizier. Cooler Daimler. Das ist ein Bentley. Boah, coole Fluppe. Ey, coole Haare. Ist das dein Wagen? Welcher? Der Wagen hier vorne, grau? Nein. Ah, okay. Das ist irgendwie so voll das Blendermobil, ne? So soll luxuriös aussehen, aber nichts unter der Haube irgendwie. Ne? Bentley ist schon eine hübsche Marke. Ja, für mich nicht Bentley, sondern Blendley, weil das so ein Blenderwagen ist. Ja, cool. Da hört sich mein V8 schon durchaus kerniger an. Guck mal da vorne rechts. Richtig kerniger Sound. Ein Panto. Okay. Pink. Können wir mal kurz aus dem Bennys rauslaufen? Ja. Okay. Ja, ich würde den Wagen einfach nur einen Spoiler draufhauen, wenn es geht. Okay. Bist du neu hier oder was? Ja. Kann ich dich bloß in die Kundenkartei aufnehmen? Nee, bitte nicht. Das bitte nicht. Ich mag so datenschutzmäßig, bin ich da tatsächlich sehr vorsichtig. Ich würde einfach gerne den Spoiler haben und dann wäre ich auch schon weg. Okay. Ja, wie du möchtest. Nein, also da wo ich herkomme, gebe ich nicht gerne meine Daten an, weißt du? Alles jetzt klar. Von der ja, ist kein Thema. Der im Anzug, darf ich fragen, was arbeitest du auch hier? Sorry, Datenschutz. Geiler Typ. Ich denke mir schon so, weil irgendwie so mit dieser Anzugshose, Hemd von Kicks, so sah das so aus, als würdest du ja auch arbeiten. Ey, der Kollege da vorne, der im Hemd, gehört der ja hier zu dir? Mit der, keine Ahnung? Ne, ich glaube, der will auch sein Auto machen. Ah, okay. Ja, ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen, dass er sich für seinen Wagen schämt vielleicht. Jetzt wollte er neben meinem nicht so komplett abstinken. Ich meine, der ist hier ohne seinen Wagen, steht der hier die ganze Zeit, aber ist ja auch egal. Kennst du das nicht? Also ich habe das nicht nötig, mit meinem Äußeren anzugeben, aber er so hat Anzug, Hose, Hemd. Tja. Aber beides von Karstadt und Kick, ich weiß nicht. So. Ja, manche versuchen immer mehr rauszuholen. Die versucht über sein Äußeres, aber das ist ein Kellner, wenn du mich fragst. Ich sag mal, warst du hier schon mal im Club und kannst du mir da sagen, ob da was geht? Das ist so lame hier. Ich muss jetzt eine Person finden, die lustig ist. Ruf Immobilienmakler anrufen. Ja, hi. Was? Uli Bottega. Und zwar suche ich aktuell nach ein paar Kapitalanlagen. Mit einer guten Rendite. Und ich habe ja jetzt gesehen, dass Sie als Immobilienmakler hier gelistet sind. Ja. Was verkaufen Sie denn für Immobilien? Auch Kapitalanlagen? Nein, nur Häuser, die können Sie quasi bei uns erstehen, bei einem gewissen Preis. Wie ist denn die Mietrendite bei diesen, ja, Häusern? Wir vermieten nicht. Ja, das würde ich ja dann machen, wenn ich die kaufe. Die Mietrendite einfach interessiert mich. Also wie viel Miete kann man für die verlangen? Ja, geiler Makler. Ich meine, das hat sich gleich schon für mich erledigt. Sorry. Also, sind Sie nicht der komische Typ der Datenschutzwelt? Ah, und daher wahrscheinlich ja auch das Hemd von Kick und ja, Uhr von Karstadt. Ja, geiler Typ. Genau, der Typ mit dem Panto und sonst kein Geld, aber will nach Rendite fragen. Viel Spaß. Ja, was ist mit dem falsch? Sind wir hier so langsam haben wir hier die Person gefunden, auf die ich es heute abgesehen habe.
Was denn hier passiert? Was hier passiert? Schönen guten Abend, der Herr. Geht's Ihnen gut? Bei Ihnen? Mir geht's auch gut, danke. Kann das sein, dass Sie vorher ein bisschen mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt gefahren sind? Nö, der Wagen fährt nicht viel. Ich bin... Ja, der fährt aber bestimmt über 80, oder? Nö, weiß ich nicht. War wahrscheinlich jemand anders. Dafür seid ihr jetzt hier gerade, oder wie? Oder nee, das, wir sind nicht da, wegen des gerade hier. Ja, nicht böse gemeint, das fühlt sich halt so an wie Racial Profiling, mehr oder weniger. Nee, alles gut. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Hoppala, geht's Ihnen gut? Wie auch immer, der Herr. Ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte. Wenn ich als Kunde rassistisch angegangen werde, wen muss ich da kontaktieren? Sie? Und das Gefühl habe, ich werde benachteiligt aufgrund meiner Ethnie. Was muss ich dann machen? Ja, Sie brauchen erstmal Beweise, also am besten Zeugen, dass es so stimmt oder irgendwie Bildmaterial. Dann können Sie gerne zur Polizei kommen, wird jetzt Anzeige aufgenommen und weiteres. Ich habe jetzt kein Bildmaterial, dann sage ich Ihnen das so. Also dieser Immobilien-Mongol-Magnat da vorne hinter Ihnen, ich weiß nicht, für wen er sich hält, aber er meint irgendwie vielleicht, weil ich ausländischer Herkunft bin, dass ich kein Geld habe und ja, keine Ahnung. Also man fühlt sich schon irgendwie rassistisch angegangen von ihm, sorry. Also wie gesagt, ich bekomme Beweismittel, ein Zeugen. Okay. Oder mehrere Zeugen. Passt. Und dann kann sie gerne eine Strafanzeige mit dem LSPD machen. Pöbeleien via Twitter dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ja, Mann, scheiß Rassist. Denkst du, ich lasse was durchgehen? Kann den Immobilienmakler nicht wirklich empfehlen. Er macht einen rassistischen Eindruck. Du bist ein scheiß Faschist und ich werde dich exposen. Werd einfach jetzt aufpassen. Glaub mal, du wurdest schon exposed. Ja, komm, mach dich ab. Nö, warum soll ich? Ich darf doch hier sein. Ich bin wohl nicht der Erste, der sich darüber bei dir aufgeregt hat. Ich sag dir jetzt ganz ehrlich, ich nehm das Handy runter. Sonst haben wir ein Problem. Ich mach nur ein Selfie. Ich darf doch Selfies machen. Herr Officer, diese Person, macht Fotos von mir und bedroht mich gerade. Hab ich nicht. Machen Sie Bilder von ihm? Nö, ich habe ein Selfie gemacht. Warum machen Sie ein... Ja, von ihm oder von... Von mir, von mir. Warum soll ich von ihm ein Bild haben? Nein, er hat gesagt, er hätte mich exposed. Nö, ich habe gesagt, er wurde auf Twitter exposed. Dafür, dass er ein Rassist ist, nicht ich. Was habe ich denn Rassistisches gemacht? Komm, sag mal. Erzähl mal. Ja, also das musst du den Typen von Twitter fragen, aber ich kann das einfach nur so unterstützen, dass ich das Gleiche erlebt habe. Denkst du, bist was Besseres mit deinem Hemd von Kick? Alter, ich werde dich so auseinandernehmen. Du hast keine Ahnung, mit wem du gerade redest. Chill mal, du Pfiffi. Steig in deinen rosa Panther, du kleiner Pisser. Wieso? Wer ist der Pisser, Junge? Du versuchst hier über deine Schrottimmobilien. Über meine Schrottimmobilien. Hast du noch Probleme? Ja, er beleidigt mich die ganze Zeit. Ich habe nicht einmal was gesagt. Dass ich nur Schrottimmobilien verkaufen würde. Ich habe nur gesagt, dass ich mich von ihnen rassistisch irgendwie benachteiligt fühle. Ja, mehr habe ich nicht gesagt. Irgendeiner auf Twitter sieht es wohl genauso. Ja, das bist du. Nö. Du bist ein Stück Scheiße. Und ich werde dich fertig machen. Na schön. Okay, dann passen Sie auf, beide. Schafft ihr das? Oder? Ja, der soll einfach weggehen von mir. Warum soll ich? Er soll von mir weggehen. Guck mal. Hast du mach ein Auto? Ja, mein Auto steht draußen. Ja, dann halt Abstand und dann ist doch gut. Achso, okay. Okay, locker, ich weiß nicht. Eine Woche oder so umgegangen. Ich mit dem Typen nichts mehr zu tun gehabt. Ich fand den Dude auch jetzt eigentlich nicht sonderlich spannend, aber ich hätte schon Bock, ihn einfach jetzt umzubringen und so. Auf diese chillige mäßige. Immobilienmakler, Maus. Hi, ich habe jetzt gestern ein bisschen Geld quasi geschenkt gekriegt von einem Kollegen. Und ich wollte gucken, was ist so das Billigste, was ich kaufen könnte? Also einfach, dass ich erstmal eine Wohnung habe. Es ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, einfach, weißt du, so hier, das kostet das und das. Ja. Die billigsten Zonen sind so Paleto. Ich bin gerade bei Benny's, mein Fahrzeug am reparieren. Ah, cool, ich wollte auch zu Benny's. Ja, dann quatschen wir gleich bestimmt nochmal. Ja, perfekt. Bis gleich. Also mich war schon, ey, by the way, nicht wundern, warum das Spiel so komisch aussieht. Jungs, ich habe irgendwie was gemacht mit meinen Settings. Einer soll mir mal erklären, ich wollte machen, dass es bei mir immer hell ist in GTA. So wie als wenn es halt 13 Uhr, 14 Uhr ist. Und irgendwie, klar, es ist jetzt hell, aber es ist mir, also der Himmel ist so halt mir zu blau. What the fuck, guck mal, die Sonne, das will ich nicht. Aber jetzt habe ich das gemacht, ich muss das irgendwie wieder rückgängig machen, Digga. Hallo? Moment, ich bin am Telefon, ich bin gleich bei dir. Erinnert sich nicht mal an mein Aussehen? Du hast mich angerufen, oder? Ja. Okay, hast du dir ein Haus angeguckt? Ey, Kollege, aber eine Frage. Erinnerst du dich überhaupt an mich? Ja. Du weißt, dass ich noch eine Rechnung mit dir offen habe, oder? Ja, ich glaube, ich hatte auch eine mit dir noch offen, oder? Ja. Was denkst du, kleiner Schwanz? Kleiner Schwanz. Was denkst du, kleiner Schwanz, dass du mir hier jetzt einfach so ein Haus andrehen willst für so ein paar Millis? Willst du mich abziehen? Das kann ich machen, ja. Omi, du ziehst mich nicht ab, hast du mich verstanden? Nein, tue ich auch nicht. Ja, richtig. Tust du auch nicht. Ey, was war das?
Manga, warum mischt sich immer jeder ein, wenn man mit irgendjemandem Stress hat? Der war noch gefesselt. Ich hab's genau gesehen. Ja, war auch. Das war ziemlich dämlich, Kumpel. Scheiße, wie... warte, ich ruf mal MD oder FD, warte mal. In dem Fall FD. Ich ruf's FD an. Hallo, wir bräuchten mal bitte einen Notfallsanitäter zum Bennys. Hervorragend, bis gleich. Hinterer Parkplatz. Danke, ciao. Bex, komm her, nimm mit. Wer seid ihr überhaupt, kleinen Schwänzer? Ich kann nichts an. Ruhig bleiben. Wie packe ich mir den? Ja, was habt ihr damit zu tun, ihr kleinen Schwänzer? Ey, ihr kleinen Schwänzer, was habt ihr damit zu tun? Wollt ihr mich verarschen? Bleibt stehen. Oh, Alter, bleibt doch stehen. Ganz ruhig bleiben, Glatzkopf. Ja, ich will's ihm noch was sagen. Nehmen. Denkst du, bist Straße? Ich werde dich nochmal packen, hast du mich verstanden? Ja, ich werde dich jetzt so auseinandernehmen. Das ist dir klar. Packen. Hast du mich verstanden? Ich werde dich finden und ich werde dich packen. Zuerst musst du dein Auto noch finden, weil das wird jetzt verschwinden. Ja, dann darfst du hier in der Stadt rumlaufen. Ne, ich habe nämlich noch mehr Geld für ein anderes Auto. Ich greif noch rein, ich schnall den noch an, nicht, dass der auf blöde Ideen kommt. So, viel Spaß. Ich werde dich so f***en, Glatzköpfchen. Du wirst jetzt gefickt. Ich werde dich jetzt jeden Tag f***en. Hilfe, die wollen mich entführen. Die wollen mich entführen, Hilfe. Warte. Nö, ich hallo. Die entführen mich, Hilfe. Hilfe, ich werde entführt. Hilfe. Und du hast eine ganz schön große Klappe. Kollege, hast du mich verstanden? So viel Scheiße hast du noch nie gegessen, so wie du es bald essen wirst. Ist mir egal. Du bist noch ein Neuling. Ich merke das direkt an deiner Pussy-Art. Weiß Arsch. Unterschätz mich nicht. Ich werde dich unterschätzen. Ich werde dich auch nicht überschätzen. Dein Arsch ist ziemlich weiß. Weiß Arsch. Hast du dich mal angeguckt? Du bist irgendein Bengel. Ich kenne dich nicht mal, obwohl ich hier länger bin. Du scheinst irgendein Bengel zu sein. Oh, ganz ehrlich? Ich bin bloß der Kurier. Leute, wie dich sollte man mal so packen und in Real Life deren Scheiße essen. Ernsthaft? Mit sowas kommst du jetzt? Ja, weißt du, was das Problem bei dir ist? Was denn? Dich sollte man ganz schnell in den Flieger setzen. Warum? Der Idiot, ich hab mein Handy noch. Hilfe. Hilfe, bitte. Ach Gott, Alter, dich kann man aber auch echt nicht ernst nehmen. Jetzt ist die Frage, wer von uns beiden ist angeblich das Kind. Du unterschätzt mich. Nö, tue ich nicht. Du unterschätzt mich, durchaus. Du bist bloß ein kleiner Junge mit einer großen Fresse, der alles versucht, woanders hinzuziehen. Kollege, die Polizei wird dir den Chaos machen. Ich weiß, dass sie mich suchen werden. Sie werden mich suchen! Ja, können sie ja machen. Die werden dich bloß nicht finden. Warum nicht? Weil sie gar nicht wissen, wo ich bin. Die kennen mein Auto nicht, die kennen mich nicht. Sie werden mich finden! Du wirst damit nicht durchkommen! Doch, hier gibt's keine Gerechtigkeit. Jo, ich bin 1096 bei der Brücke. Boah, ich pray jetzt einfach, dass die Polizei nicht komplett inkompetent ist und das schafft. Oh, die Polizei! Er hat sich gecheckt. Oh, wow, ernsthaft? Hände hoch, weg vom Funk. Ach, halt doch das Maul, Alter. Stehen bleiben. Er schießt dieses Stück Scheiße! Taser ihn. Ja, Taser geht nicht raus. Komm, ey. Hilfe, ich hab so unglaublichen Hunger. Du bist so schlecht, ich hab so einen unglaublichen Hunger. Kannst du ihn rausholen? Danke, dass ihr gekommen seid. Ich wusste, dass die Gerechtigkeit siegen wird. So, ich wollte jetzt erstmal, dass du aussteigst. Dieses kriminelle Stück Scheiße wollt mich umbringen! Wir beide gehen jetzt erstmal kurz zur Seite. Rupp! Ey, oh, so, komm jetzt her. Er wollte mich umbringen! Und du erklärst mir jetzt, wie du eine SMS an uns schicken kannst, wenn du gefesselt bist. Die haben mir mein Handy nicht abgenommen, der Trottel. Ach so. Die haben mich auch nicht durchsucht, also die haben mir mein Handy dagelassen. Was soll ich machen? Also ich bin doch kein, wenn ich ein Handy dabei habe. Ich meine, einen Klick zu drücken hier auf den Notruf. Warte mal ganz kurz. LSPD-Leitstelle. Ich auch. Ich meine, die wollten mich hier gerade umbringen und du telefonierst sie mit irgendeiner Freundin? Ich telefoniere nicht mit irgendeiner Freundin, ich bin die Leitstelle. Naja, ob sie einen Waffenschein haben, ist eigentlich scheißegal. Warum? Weil sie eine illegale Waffe haben. Was denn? Die WM-92-Pistole, die ist illegal. Oh, aber fürs Messer habe ich einen Waffenschein. Macht nix. Oh. Aber nehmen Sie dieses Arschloch mal fest, der wollte mich umbringen! Oh ey, das ist doch... Ey, sorry, aber da war ich kurz sauer, nichts gegen euch, ne? Nein, alles gut, das weiß ich, kann ich mir vorstellen. So, warte, jetzt muss ich ihn erstmal durchsuchen hier. Dann nimm mir doch das Handy ab, du Voll-Thorsten. Dämlicher Thorsten. Oh. Ja, das klären wir gerade. Warte mal kurz, ich sag dir mal Bescheid. Warte. Du darfst gehen. Hä? Und den anderen nehmen wir auch mit. Nein, es ist alles geklärt soweit. Sobald geklärt, das ist alles ein bisschen scheiße gerade. Ja, das ist ziemlich scheiße, glaube ich. Ja, das ist aber auch ganz schwierige Scheiße. Ja, auf ganz Ebene. Okay, was ist denn? Schon. Moment. Er hat eine Nachricht geschrieben. Aha, gefesselt? Ja, hä? Ja. Warum soll das nicht gehen, wenn ich mein Handy noch hab? Theoretisch schon. Was bist du denn? Jetzt höre ich dich. Ja, warum soll das denn nicht gehen? Du hast gefesselte Hände und kannst eine Nachricht schreiben. Warum sollte ich das nicht dürfen? Er hat eine illegale Waffe. Ja und? Jetzt wird's wild. Hä? Darf man die nicht haben, oder wie?
Wie lange sind Sie denn schon auf der Insel? Ich habe die geschenkt gekriegt von irgendeinem Mafia-Typen, die Waffe. Ja, genau. Von irgendeinem Mafia-Typen, wie heißt denn der? Ja. Weißt du nicht, aber der hat mit der Inhaberin vom Yellow Jack gechillt und ich habe die von dem geschenkt gekriegt. Was machst du da? Das ist eine Ausnahme. Eigentlich kostet die Waffe, die ich dir jetzt gebe, 70.000. Mhm. Okay, ich danke dir, Mann. Das ist meine gebrauchte. Pass auf die auf, Digga. Ey, sag mal, also du bist hier Admin und du nimmst mich von vorne fest, während ich ein Messer in der Hand habe. Das ist aber auch lustig, oder nicht? Hä, du kannst nur von vorne festnehmen. Ja, aber doch nicht, wenn jemand ein Messer in der Hand hat. Du hattest das Messer noch nicht in der Hand. Ich habe Beweise. Okay. Glaub mir, ich würde jetzt nicht diskutieren. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte das jetzt so laufen lassen. Ja. Da du jetzt gefesselt noch das Handy benutzt. Ja, aber warum soll das nicht gehen? Weil du das nicht kannst. Wenn man das Handy in der Hosentasche hat. Das ist egal, du kannst nicht dein Handy rausholen. Warum nicht? Weil du gefesselt bist. Du siehst dein Handy nicht, deine Hände sind am Arsch. Ich nimm deinen Arm und dreh ihn so, dass du auf dem Rücken bist. Aber nicht, wenn du ein Messer dabei rausholst, das macht ja gar keinen Sinn. Okay, du willst diskutieren. Ja. Du verlierst beim Diskutieren. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ich wusste genau, was du vorhast. Also ich hab das Messer gerade raus... Nein, nein. Ja, und dann warst du auch zu langsam, das Messer rauszuholen. Ja, aber so funktioniert das ja nicht. Das ist ja, also in Real Life kannst du ja keinen fesseln, der gerade sein Messer rausholt. Weißt du, was ich meine? In Real Life willst du das Messer rausholen und du hast es zack in der Hand. Nein. Da hast du eine Hand in der Hosentasche, dann hast du nur noch eine freie Hand und da kann ich dich leichter fesseln, als wie wenn du zwei freie Hände hast. Das ist auf keinem einzigen RP-Server so, dass das so legit ist, wie das gerade abgelaufen ist. Und du bist der RP-Gott, der in Handschellen mit einem Handy... Wofür nimmt man einem sonst das Handy ab? Naja, wenn du hier einen Handschellen hast, kannst du nichts machen. Aber wofür nimmt man einem denn sonst immer das Handy ab? Das macht man, wenn man dann in Sicherheit ist. Aber ganz ehrlich, wenn ich dich jetzt hier fessle... Oder ich dich an einem Public-Ort einpacke, packe ich dich ein, fahr irgendwo abseits hin, nimm dir dann deine Sachen ab und dann fahre ich weiter. Aber dann, aber dann fährst du halt das Risiko, dass du bis dahin halt, also dass der Typ bis dahin sein Handy benutzen gefesselt, kann. Nein, du bist gefesselt, du darfst nicht. Also habe ich noch nie gehört, dass das auf irgendeinem RP-Server so ist, aber ja, wenn ihr das sagt. Ja, und hier ist es die Regel, hast du gefesselte Hände, kannst du nichts tun. Punkt. Ja, hast du nicht aufgepasst? Das ist aber eine voll schlechte Regel dann. Dann kannst du dir gerne einen anderen Server suchen mit besseren Regeln. Bei dir rein. Bei dir rein. Wenn du jetzt noch Walla Habibi gesagt hättest, dann wäre alles okay. Ja, gefällt mir. Schön auf deine Hose stroken. Okay. Troll. Für 2 Stunden? Ja, keine Ahnung. Also, ich finde die... Was auch... Was? Also, der nimmt mich einfach vom... Also, vielleicht sind das die Regeln vom Server, aber dann Respekt an den Server, dann habt ihr halt wirklich die schlechtesten Regeln, weil das ist ja richtig schlecht. Ich kann doch nicht dann... Darf ich einfach zu Leuten gehen und die dann so festnehmen von vorne und die können nichts machen? Und während der Messeranimation. Cool. Das steht einfach nirgendwo in den Regeln, Digga. Der hat einfach gelabert. Die Regeln folgendermaßen. Ja, es ist bei uns so in den Regeln. Das stimmt gar nicht. Maga, ich dachte mir schon. Ich habe das noch nie irgendwo gelesen.